Es freut uns ganz besonders, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind. Gerade zu dieser Jahreszeit, Ende Februar, Anfang März, gehört schon was dazu, hier in das kalte Bayern zu kommen. Wir haben unsere Kunden wirklich aus der ganzen Welt hier, aus Asien, aus Amerika, aus Europa natürlich auch, Nord-Südamerika, Australien. Und wir freuen uns, dass wir um die 230 Gäste hier bei uns begrüßen dürfen. Es ist uns auch gelungen, unsere Vertretungen aus der ganzen Welt herzubringen. Wieder aus aller Herren Länder, aus 31 unterschiedlichen Ländern sind Vertretungen bei uns im Haus. Ihr seht, es ist ein komplett neues Technikum, komplett ausgestattet mit neuer Maschine, neuer Steuerung drauf, neues Design. Ich verkaufe die Flexibilität von unserer Maschine, so mein Kunde kann mit unserem Technikum kommen und kann eigentlich von A bis Z sein Material durchtesten, was natürlich uns wieder hilft, mit einem Kunden zu überzeugen von den Produkten von der Firma COLLIN. So, was man hier sieht, ist eine Dreischicht-Folieanlage mit einem Streifen, die in der Mitte produziert wird. Habe jetzt ein grüner, war ein Kundenwunsch, habe natürlich sofort darauf angesprungen und habe dann der Kunde das vorgeführt, was wir auch immer sagen, seeing is believing. Wir können das produzieren, verschiedene Farben, verschiedene Breite. Ist so eine typische Anwendung, was wir machen. Ein Kunde kommt zu uns und wir bringen ihm die Lösung. Gerade in Unternehmen wie die COLLIN Lab Pilot Solutions, die eigentlich immer im internationalen Wettbewerb steht und auch als Marktführer gesehen wird, für so eine Firma ist es wichtig, dass man technologisch immer ganz vorne dabei ist. Darum haben wir es uns als Aufgabe gesetzt, unsere Produkte ständig zu modernisieren, am Stand der Technik zu halten. Die Maschine übernimmt immer mehr Intelligenz, kann Programme speichern, kann quasi Expertenfunktion mit übernehmen, aber trotzdem ist der Mensch, der die Maschine bedient, der Schlüsse aus den Ergebnissen, aus den Versuchen zieht. Und ich glaube, es gelingt uns ganz gut mit unserer neuen Produktserie, genau diese Anforderungen, die auch in das Thema Industrie 4.0, Internet der Dinge reinreichen, zu erfüllen.